diente für Familien, für die Familiensaga fortzuführen, ne? Und jetzt würde er sehen, da ich für das Bild 400 € haben wollte, dass ich meinen fetten Arsch doch nicht hochkriege und so irgendwie Kohle scheffeln will. Immer ganz ehrlich, ich will das Bild ja nicht verkaufen. Ich bin ja genauso wie du, ich hänge ja auch an den Bildern. Ich würde sie eher Also verschenken. jedes Mal, wenn der Frank ein Bild verkauft, dann bin ich am Meckern. Ja, dann halt, immer wenn ich ein Bild male, das fertig ist, hat er jetzt mein Lieblingsbild. Das ist mein absolutes Ich habe Lieblingsbild. den Frank oben in der Galerie gebastelt, Ja. gemacht, so, nicht gebastelt. Da war er eine Woche nicht da. Und dann habe ich ihn dazu als Überraschung gemacht. Und das sieht so schön aus. Und da hängen dann auch viele Bilder von ihm und Ja. stehen viele Bilder. Und halt in einer richtigen Galerie. Ja. Und wenn da jetzt eins wegkäme, Das ist schon traurig. dann ist dann schon traurig, weil dann fehlt mir ja eins, ne? Naja, aber sagen wir mal so, ich will sie auch nicht verramschen. Ich Ja. verkaufe die natürlich. So, und ich habe mit einem Kumpel darüber gesprochen, der hat gesagt, Frank, mach es nicht. Weiß ich, könnte die jetzt, sag ich mal, für 70 oder 80 € könnte ich die verkaufen. Da hast Möchte du ich aber noch nehmen. nichts dran. Nee, möchte ich auch nicht. Möchte ich nicht. Nur damit andere Leute sagen können, ich habe einen Fußbrüsch an der Wand hängen. Nee, das mache ich einfach nicht. Nee, Und vor das allen soll ja was Dingen Besonderes die sein. Leute, die dann schreiben, du gehst doch normal arbeiten, Ach, Frank. das sind doch Die Foltern. denken ja, Folter. der geht nicht arbeiten, bist jetzt Nee, schon ich. seit 11 Jahren in einer der gleichen Firma. Aber ist ja auch egal, wenn sie meinen, du wolltest nichts Ach, das ist tun. mir auch doch scheißegal. Aber pass auf, ich mache ja irgendwas. Und jeder, der arbeiten geht, geht ja nicht arbeiten, weil er da Spaß dran hat oder schon Spaß, aber umsonst. Warum soll ich denn, ich meine, Das wäre genau, hey, als wenn ich den ganzen Tag umsonst Haare wenn schneiden ich ging. irgendwas sehe und ich möchte das gerne haben, muss ich gucken, was kostet das. Dann schreibe ich denjenigen aber auch nicht an, ey, du faules Schwein mit deinem fetten Arsch, warum willst du dafür 150 € haben? Ne? Die soll mich in Ruhe lassen mit so einem Scheiß Also, dann. ich finde sowas manchmal so unmöglich. Boah. Es gibt Und dann hat Leute. dieser Doof, der immer schreibt, wo ist Pia? Ne? Ja, das Der hat dann Mädchen. irgendwann drunter geschrieben, ja, der Frank ist auch nicht der Intelligenteste. Hör mal zu, du Trottel. Wenn du so intelligent wärst, ja, dann hättest du schon längst rausbekommen, wo die Pia ist, du Idiot. Vielleicht hat er sich in die Pia verliebt. Aber das ist das Leichteste von der Welt, Ja, da kommt rauszufinden, wo er. die Pia Guck ist. mal, wie lange ist das her mit der Pia? 30 Jahre? Das war 90, 91. Hat er doch drunter geschrieben, die Pia ist, nee, die Elke, nee, Moment, die Pia ist viel besser als die Ach Elke und was. ja. Meine Güte. Also ich hatte auch schon Freunde, da könnte auch einer drunter schreiben, der und der war das viel besser als der Frank. Also so ein Schwachsinn. Dass die immer Ja, meinen, die müssten da was drunter schreiben, ne? die können ja gerne drunter schreiben, ist ja auch alles gut und schön. Ja, man Aber könnte dann, die Leute beleidigen ganz, ja, und. so beleidigen, weiß ich nicht warum. Ja, weil sie Weiß ich neidisch nicht. sind. Oder das ist einer, der sich in dich verguckt hat, der eine Frau ist und da die. Ach Quatsch, so schön bin ich auch nicht. Oh, Schatz, ich sag das nicht. Nee. Du liebst mich doch auch. Ja. Ja, also. Ja. Und vielleicht ist die ja noch hässlicher wie mir, wenn das keiner hat sich in dich verguckt. Kann doch Ja, sein. ich habe es immer vermeiden wollen, wie heißt das, vermeiden wollen, vermieden, vermieden, Vermieden. dass ich die Leute jetzt da blockiere oder so. Aber irgendwann so kommt dann der Zeitpunkt, wo ich dann sage, ey Leute, das geht so nicht. Ey, ich tue ja keinem was. Ich poste ein Bild, wenn mich einer was fragt, schreibe ich meine Antwort Das dahinter. haben ja auch schon viele Bilder bestellt. Ja, Und guck klar. mal, und wenn du ein Bild Stell dir malst. mal vor, ich würde jetzt jedes Bild für 30 oder 40 € verkaufen, aber die würden sich ja kaputt ärgern, die sich bei mir mal ein Bild bestellt haben. Und du musst ja Ja. noch Steuern drauf zahlen, weil wir. Die Dinger gehen auch mit Rechnung Mit weg. Das ist ja nicht so, Rechnung. als wenn ich die schwarz verkaufe. Hier. Nee. Und ein Teil geht auch noch an das Kinderhospiz in In Düsseldorf. Düsseldorf, ins Regenbogenland. Ja. Ja. Also machen wir auch noch was für einen guten Zweck und. Da brauchen wir uns nichts sagen zu lassen, dass Nee. mir oder dass der Frank da Geld scheffeln will. Also von Dann daher. haben sie geschrieben, Geld scheffeln mit YouTube-Werbung. Ey Leute, YouTube-Werbung kriegt man 0,01 Cent pro irgendwann. Ich weiß gar nicht, wie das gerechnet wird. Dann hat er doch Ja. gemacht, weil, damit wir auch was zu tun haben. Und Ja. die Leute, die haben auch immer mal gefragt, wann hört man noch mal was von euch und was machen die Eltern und so. Dann haben sie Und geschrieben, kann der Frank nicht mal seine Schnauze halten zwischendurch? Die Mama kann alleine reden. Hey, mal ganz ehrlich, wenn ich die Mama und den Papa nichts frage, sitzen die da wie ein Stockfisch.
Die fangen nicht einfach so an zu reden, Leute. Die sitzen nicht den ganzen Tag und sagen, oh, ich liebe doch wohl, dat und dat und dat und dat, Impfstoff, dat und dat und dat und dat. Da muss man schon zwischendurch mal nachfragen. Ja? Das ist nicht so einfach, wie ihr euch das so vorstellt. Das funktioniert einfach nicht. Man kann nicht einfach sagen, so, ihr setzt euch jetzt dahin, schnappt die Kamera an und erzähl was. Dann sitzen die auch da. So. Was könnte man denn sagen? Ja. Und dann muss man halt mal. Da muss man halt. Ja, gut, jetzt beim Impfstoff würde ich wahrscheinlich, ja, da wird das funktionieren. Aber ansonsten ist es natürlich auch schwierig. Du musst natürlich auch dann aktuelle Themen haben und die interessant sind, die Themen. Aber schon, ich muss da schon mal zwischendurch mal sagen, was hältst du denn davon? Oder was hältst du denn davon? Und dann fängt der Papa und die Mama an zu quatschen. Aber so ganz ohne mich läuft das nicht. Ja, ich will mich jetzt hier nicht als großen Zampano aufspielen, aber es ist nun mal so. Ja? Ja, die erleben ja auch nichts. Die haben auch nur Fernsehen. Ja, und die freuen sich darüber, wenn ich da mit denen quatsche. Die haben da Spaß dran. Mensch, die kleine Handykamera da. Wenn sie dann die Handykamera, da haben die auch mal ein bisschen Abwechslung und da muss der Frank halt mal fragen, weil was soll er denn da sonst bei YouTube reinmachen, wenn sie nicht antworten? Lass doch deine Mutter mal selbst reden, bevormunde die doch nicht und alles, weil ich mir so reinziehe. Ja, boah. Das ja, manche Sachen lösche ich, bis dann irgendwo der Zeitpunkt, dann melde ich dann darf der nicht mehr schreiben auf der Seite, weißt du? Dann meldet er sich mit einem neuen Namen wieder an und dann kommt er wieder. Wo ist denn die Bier? Kommt er wieder durch die Hintertür. Nee, wollte ich schon mal so loswerden, ne? Also erstens wirst du kein Millionär bei YouTube. Okay, ey komm, das sind 5, 6 Euro, die du dann daran verdienst und dann ist es gut. Ich habe 5.000 Abonnenten. Also wenn du da Millionär werden würdest, dann würde ich das nur noch machen. Da würde ich gar nicht mehr in den Laden fahren. Fernsehen wir heute, ja, einer, der mit Motorrad fährt, der hat 80.000 Abonnenten und 1 Million Aufrufe, der kriegt im Monat 20.000 Euro. Oh, das hat mir auch gefallen. Mir auch, klar. Ich habe 5.000 und 10.000 Aufrufe. Da würde ich den ganzen Tag hier vom Stuhl immer aufstehen. Merkst du was? Was denn? Ja, der hat 500 Mal so viel wie wir. Ja, also wie gesagt, wir haben das ja jetzt auch gemacht, weil... Ja, wie die Corona-Zeit. Ich hatte noch so viele Sachen da von denen und ich habe einfach mal Anfang Februar damit angefangen, einfach was reinzustellen. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass es wieder einschlägt wie eine Bombe. Also wirklich... Dass die Leute sich dafür interessieren. Ja, genau. Und Mama und Papa machen das ja auch gerne. Ach so, ja, und dann... Das Thema auch nochmal darauf zurückzukommen mit seinen Augenrändern. Also der Frank, der war schon beim Arzt, der hat sich seine Blutwerte, also alles unter seine Leber, seine Nieren, alles komplett durchchecken lassen, weil er halt gedacht hat, er hätte irgendwie einen Mangel, Eisenmangel oder sonst irgendwas. Es ist nichts, er hat gar nichts an irgendwelchen Mängeln. Naja, wie gesagt, du musst dich auch Kind selber gefallen. Ja, ne? Nee, mich schockt das auch nicht, egal was ihr drunter schreibt. Ich finde es halt nur traurig. Das ist also so sich hinterm Computer verstecken und dann zu schreiben, was ich für ein Idiot bin, finde ich schon ein bisschen armselig. Aber guck doch mal, was hier bei Instagram und so abgeht. Ja, ich sag mal so, wenn es schon dies bei Daniela Büchner los ist, so wenn die irgendwas postet, ich hätte gar keinen Bock mehr aufzustehen morgens. Ich würde mich, mich erschießen. Ich wäre ja nicht mehr lebensfähig. Nee. Ich hätte da auch keine Lust zu. Also wenn ich dann so beleidigt würde, mit Ausdrücken und Wert in meiner Persönlichkeit. Ich weiß auch nicht, was das soll. Ich weiß es nicht. Ich meine, man kann einen nicht mögen. Ich mag Daniela auch nicht mehr. So, gut, okay, alles klar. Aber ich gehe jetzt nicht dahin und schreibe darunter, ich mag dich nicht. Ja, aber du kannst aber die doch nicht vom Aussehen und von der Figur. Das geht doch nicht, das macht man einfach. Das ist doch ihre eigene Persönlichkeit. Man kann doch keinem. Das ist doch meine Sache, wie ich meine Haare habe. Das ist doch meine Sache. Und wenn du was zu sagen hast, ne? Ja. Dann fahr doch hin, dann stellst du dich vor, und sagst du, boah, ich bin dich richtig scheiße. Du bist sowas von hässlich und doof und ekelhaft. Dann mach das doch persönlich. Ja, das ist doch mein. Aber doch nicht mit einem Fake-Namen, mit Fake, wie heißt das? Fake-Profil. Und dann so eine Scheiße zu schreiben. Das macht man doch einfach nicht. Ich finde, das ist, wenn man einen so persönlich angreift, finde ich ganz schlimm. Ja. Ich meine, man kann sich das denken. Oder wenn ich schon einen auf der Straße sehe, dann denke ich, du leben Jott, was hätte die dann an? Oder sonst. Ich sag dann auch zwischendurch zu Elke im Fernsehen, ach, ist das eine widerliche Sau. Ja, das sage ich aber der Elke. Das sage ich nicht YouTube oder Instagram oder Facebook. Nee, das macht man einfach nicht, ne? Nee. Finde ich nicht korrekt. Und wenn das halt so ist,
dann ist es halt so, weißt du, dass, wenn ich mich so geben möchte, wie ich bin. Das ist doch mein Leben, da hat doch gar kein anderer was dran zu sagen. Und das Lustige daran ist ja, die Leute, die das schreiben, kennen die Person ja gar nicht. Nee. Ihr kennt ja die Daniela Büchner gar nicht. Ihr kennt die aus dem Fernsehen. Ja, super, toll. Ne? Da wirst du zusammengeschnitten. Oder auch bei Interviews, was sie da von sich gegeben hat. Aber ihr kennt sie ja nicht persönlich. Das ist ja immer noch ein Unterschied, ne? Ob man einen persönlich kennt oder ob man einen nur aus dem Fernsehen kennt. Genau. Oder auch von Interviews oder von Facebook. Ne? Genau, da kommt man ja immer anders rüber, als wie man wirklich ist. Ne? Ja. Ich habe auch Leute schon kennengelernt und haben gesagt, oh, du bist aber nett. Ja. Ja, ich meine. Wir sind ja auch nett. Ich war ja noch nie irgendeinem unfreundlich oder so. Ich habe ja noch nie irgendeinem was getan. Nö. Ja, ich habe noch nie einen persönlich angegriffen, noch sonst was. Und. Ja, und der Frank genauso. Der Frank ist auch nett. Was, ja. Du bist immer höflich und alles. Ja. Na? Ja, ich könnte auch manchmal so Dinge, ich habe dann bei manchen. Weil wenn ich manchmal was lese, wenn da ein Kommentar drunter, boah, da würde ich so gerne mal, da muss ich mir auf die Zunge. Da sagt, mach das nicht, das darfst du nicht. Weil die Leute uns kennen. Ich würde dann auch noch verharmlosen mit dem, was ich da drunter schreibe. Ja, hör mal, da würde ich dem manchmal demjenigen so was schreiben. Ich meine, ich komme aus Köln. Ich bin Köln-Kalk geboren. Ja. Nicht, dass ich assozial. Aber ich könnte dann ausflippen. Ne? Wenn derjenige vor mir steht, dann würde ich sie ja noch ein paar Maul kloppen. Also, ja, der steht aber nicht vor dir, das ist ja das Problem. Der versteckt sich ja zu Hause hinter seinem Computer, die feige Sau. Das ist das. Ja. Ja. Und ich darf es dann nicht. Ich sag ja manchmal, ich verharmlose die Antworten, die ich ja manchmal gebe. Ich könnte auch am liebsten, mal würde ich da reinschreiben und den Wichser. Ja, Frank. Also, und wenn du Pia gefunden hast, schöne Grüße.